Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir sind back im Cleverbot natürlich. Wir suchen uns einen neuen Bot und schreiben einfach mal Hallo. Und wie geht es dir? Gut. Und dir chillen. Ich chill. Ja. Das laber ich. Egal. Ich überlege mir keine Sachen für dieses Video, was man den Cleverbot fragen könnte. Deswegen hier jetzt kleine Frage an euch. Was könnte man den Cleverbot fragen? Das könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare hauen wie nichts. Könnt gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich den Cleverbot so fragen soll. Und ja. Dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an, was da so rausgekommen ist. Ne? Juhu. Könnt gerne alle möglichen Fragen reinsenden. Ich werde tatsächlich auch auf Discord fragen, was man den Cleverbot zu fragen kann. Also da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Wie gesagt, Discord-Link unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ihr klickt einfach bei meinem Kanal auf Kanalinfo und dann habt ihr da auch direkt Discord, also direkt Burning Daylight, könnt ihr gerne rauf joinen. Ja. So, ich frage jetzt wieder, welche Farbe hat meine was kann ich denn mal nehmen hier? Ich gucke gerade so ein bisschen in meinem Zimmer herum, aber wobei, welche Farbe mein Bandana? Warte! Ja, sind die alle dumm? Was für blonde Haare? Aber, man kann, also nicht blonde Haare, so dunkelblond eher bei mir. Und braune Augen, nein, ich habe blaue Augen. Wie groß bist du? Keine Ahnung, 1,83 oder so, oder 1,83. 82. Danke, endlich mal ein Cleverbot, der es eingesteht, dass er mich nicht kennt. Ich verstarre. Was ist verstarre, Bruder? Der Cleverbot hat immerhin selber keine Ahnung, was er schreibt. Endlich mal ein potenziell für mich abgestimmter Cleverbot. Dankeschön, Bro. Ich frage auch. Jetzt mache ich mal den Umgekehrten, ne? Ich war den Umgekehrten. Ne? Jetzt frag ich das mal. Will ich nicht sagen aus Hessen. Hä? Ist dumm. Hast du heute schon was zum Mittag gegessen? Es ist 10.26 Uhr. Nein, habe ich nicht.
Aber das ist ja nur 27. Nur sehe ich auch nicht. Was juckt mich das? Was juckt mich das? Bitte. Bitte. Ich bitte dich. Ey, dieser Cleverbot macht mich echt fertig, ne? Dieser Cleverbot macht mich, ja, weiß ich nicht, fertig, kaputt. Kopf, pff, Atombombe im Kopf. Hä? Was laber ich? Nein, woher soll ich das wissen? Nein, woher? Hä? Wann? Dumm. Gestern. Kurze Info. Gestern war Donnerstag. Ja? Gestern habe ich mich nicht bewegt. Ja? Gestern hatte ich so gesehen, theoretisch, wenn man von meinen Schulzeiten her abgeht, noch Ferien. Ja? Bro. Gestern, ich. Wo? Bei mir. Hä? Digga. Ich müsste wahrscheinlich erstmal 4 Stunden nach Hessen mit dem Zug fahren, damit das überhaupt zustande kommen würde. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich fahre nirgends, wo ich frei habe. Tue ich mir nicht an. Vor allem habe ich auch keinen Bock, irgendwo hinzufahren, wo ich frei habe. Tue ich mir auch nicht an. So, aha. Aha. Kommst du. Ja. Ey, bitte. Ey, bitte, bitte, bitte. Hat er gejumpt, Digga? Nein, Mann. Soll ich zu dir? Nein, Mann. Bleib in Hessen, lass mich in Ruhe. Nein! Okay. Doch, ich lass mich mal drauf ein. Ich lass mich mal drauf ein. Er hat einfach nur super geschrieben, ne? Ey, ich. Okay, ich frag jetzt nochmal. Ich halt extra schon hier diesen. Was juckt mich, wie du heißt? Ich will wissen, wie alt du bist. Bist du dumm? Gegrillt. Gekraft, ja. Bruder, die Frage, Bruder, bin ich dumm? Kann ich nicht schreiben, Digga? Ja, eingeschissen. Genau wie du alt bist. Also 16. Meine Fresse. Was war daran jetzt schwer? Okay, das heißt, warte. Wir haben einen Namen. Also Standort. Standort, ja. Scheiß mal auf Standort, Bruder. Zwischen Eisenfarb, Bruder, wer bin ich? So, wahrscheinlich ist das nicht mal irgendeine 16-jährige Lisa, Digga, als Maul. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, irgend so ein Computer in, weiß ich nicht, Amerika, Digga.
Okay, warte. Das heißt, wir haben aber theoretisch einen Namen, eine Stadt und das Alter. Das kann man noch fragen? So zum Kennenlernen? Ich glaube nix, ne? Das war's schon. Was ist denn Lieblingsanime? Ich guck krass kein Anime, ne? Sorry an jeden, der Animes guckt und mich dafür in den Kommentaren fronten wird, dass ich kein Anime gucke, aber ich gucke generell kein normales Fernsehen. Ich sitze eigentlich nur vor dem PC den ganzen Tag. Ich gucke irgendwas auf YouTube. Klar, auf YouTube ist auch so Anime und so, ne? Aber gucke ich nicht. So. Ich gucke so die ganzen Standardkram, den ich immer gucke. Supernatural und sowas. Deswegen, ja. Was ist Annika, Bruder? Auch nicht. Okay, da habe ich nicht mal. Wobei, ich kenne einen Manga, aber den gucke ich oder lese ich nicht. Nein! Ey, ist für Digga! Mann, Alter! Oh, Digga, meine Fresse, Digga! Okay, bitte! Die Fresse. Nein. Nein. Oder? Bam. Bam. Okay, ich habe nirgendwo nicht stehen. Okay, schade. Da muss ich selber schreiben. Nein, piss dich. Danke. Okay, lass mich. Okay, ich lass dich. Da, Video ist eh zu Ende. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, die war sogar ein bisschen besser. Die hat mir jetzt persönlich sogar ein bisschen besser gefallen. Wir haben ein bisschen vernünftige Situation gehabt. Außer jetzt am Ende natürlich. Da wieder reingeschissen, komplett. Egal, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt: YouTube, Discord, Twitch, was weiß ich, was da noch alles drin steht. Steht alles, ja. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn, Tschüssi Kowski. Was ist Tschüssi Kowski, bitte? Ich bin tot. Egal, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn, Tschüssi. His heart is cold. His love.